Bekommen wir jetzt etwa doch schon die Neuwahlen? Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und je länger die Ampelkoalition im Amt ist, desto unzufriedener werden die Bürger. Waren es neulich noch knapp über 50% aller Leute in Deutschland, die keine Fortsetzung der Ampelkoalition wollten, sind es jetzt bereits 57% in der letzten Umfrage dazu, die mir jetzt hier gerade bei der Bild-Zeitung vorliegt. Und zwar sehen wir jetzt hier, Mehrheit will Ende der Ampel. Das bedeutet ganz klar, 41% aller Leute in dieser Umfrage wollen sogar vorgezogene Neuwahlen, also nicht erst in 2 Jahren. Und 32% wollen tatsächlich, dass die Ampelkoalition bis 2025 fortgesetzt wird. Also alle jene, wie man hier zum Beispiel sieht, SPD und Grünen, ne, eben jene, die sich die Ampelpolitik wahrscheinlich noch 2 Jahre lang leisten können und wollen. 16% hingegen wollen auch ein Ampel aus und ein Wechsel zu einer großen Koalition. Die wollen also viel mehr, dass die FDP und die Grünen sich verabschieden aus der Koalition und wir dann wieder eine große Koalition haben zwischen SPD und CDU, wie wir sie ja auch unter Merkel bereits hatten. Schaut man sich natürlich die ganzen Entwicklungen an, dann frage ich mich, okay, was soll das jetzt großartig ändern? Aber gut, so ist eben die aktuelle Umfrage. Und das Interessante an dieser Stelle ist, dass mittlerweile bei der FDP sich die Anzeichen immer mehr und mehr auf ein Ampel ausstellen. Ich glaube zwar nach wie vor nicht, dass die FDP-Vorsitzenden das Ganze umsetzen werden, aber immerhin haben jetzt bereits 150 FDP-Mitglieder samt Unterschrift das aus der Ampel gefordert. Und sofern sie jetzt noch 350 weitere Unterschriften sammeln würden und dann auf 500 kämen, könnten sie die Parteiführung zumindest dazu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Es heißt hier, so wirbt der FDP Kasselstadt um Unterschriften. Innerhalb einer Woche bekamen sie 150, noch nicht die Welt, aber einen Anfang. Sie brauchen 500. Ich bin mir sicher, dass wir die erreichen, so Matthias Nölke, Initiator der Aktion. Er selbst habe die Ampel von Anfang an skeptisch gesehen, sagte Nölke dem ZDF heute. Die Ampelführung aber, also die FDP-Generalsekretäre, Finanzminister Lindner, der Justizminister und so weiter, die sagen weiterhin, nein, wir sind ja aktuell in so einer unfassbar schwierigen Situation aufgrund der ganzen Krise, der Rezession, des Ukraine-Kriegs und so weiter, dass wir jetzt nicht Deutschland destabilisieren können, indem wir die Ampel auflösen. Ich finde das ganz interessant, weil mit dieser Argumentation reiht man sich eigentlich nahtlos ein an den House of Cards-Präsidenten damals von der Netflix-Serie, der ja auch immer irgendwelche krassen Probleme teilweise sogar selber verursacht hat, ja, und dann das als Ausrede benutzt hat, zu sagen, nein, das zeigt doch jetzt gerade, dass ich unbedingt Verantwortung übernehmen muss und jetzt weiter regieren muss und so weiter. Schlussendlich muss man sich doch einfach die Frage stellen, ist das doch alles ein hausgemachtes Problem, wenn wir uns auch die Wachstumszahlen, Inflationszahlen, Energiepreiszahlen von Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, auch der EU und so weiter anschauen. Ja gut, da sieht es bei allen nicht unbedingt sehr rosig aus, aber ganz klar sind wir in den meisten Statistiken aktuell entweder ganz oben, zum Beispiel bei den teuersten Energiepreisen, oder entweder ganz unten, zum Beispiel beim langsamsten Wachstum. Das heißt, hier als Ausrede jetzt die aktuelle Situation, die man mit selbst geschaffen hat, als Beleg oder als Grundlage dafür zu sehen, dass man genau mit diesem gleichen Schlamassel weitermachen will, das finde ich schon durchaus an den Haaren herbeigezogen. Und ich würde natürlich jederzeit hier eine Neuwahl begrüßen. Aber, Rhabarber, und hier muss man an dieser Stelle nochmal ganz genau auch mal den Bürger hier anmahnen, denn wir haben ja in der parlamentarischen Regierung einen sogenannten Volksvertreter hier. Also der Souverän wird vertreten durch die ganzen Abgeordneten in den Parlamenten, ja.
Und wenn ich mir jetzt das Bundestagswahlergebnis von 2021 anschaue, dann müssen ja irgendwo die ganzen Leute, also die 25%, die SPD gewählt haben, die 11,5%, die FDP gewählt haben, die 15%, die Grüne gewählt haben, die müssen sich ja jetzt langsam mal so ein bisschen an die Nase fassen und auch mal überlegen und sagen, hey, was habe ich da vielleicht damals für einen Bockmist gemacht, ja? Und da kann man nicht immer nur sozusagen den Finger auf die Politik zeigen, da muss man auch den Finger mal so ein bisschen auf sich selbst zurückzeigen. Und das ist meiner Meinung nach aber auch ein großer Nachteil der parlamentarischen Demokratie, wie wir ihn aktuell haben. Weil wenn ich mir jetzt anschaue, dass beispielsweise diese 11,5% damals FDP gewählt haben, die haben ja explizit nicht die Ampelkoalition gewählt, sondern die haben ja FDP für das, was sie glaubten, wofür die FDP steht, gewählt. Und schlussendlich haben sie aber die Ampel bekommen. Das heißt, das ist das große Problem von all den ganzen Volksvertretern. Man wählt sie zwar einmal und dann machen sie aber 4 Jahre lang weitestgehend das, was sie selbst irgendwie möchten und betonen sogar immer noch, ja, die Umfragewerte aktuell sind ja nicht entscheidend. Wir haben ja wichtige Dinge hier zu erledigen. Das muss man sich mal vorstellen, als wären so Umfrageergebnisse einfach irgendetwas völlig Unwichtiges und als würde es, wenn die Mehrheit sagt, ja, wir wollen jetzt Neuwahlen oder wir wollen das Heizungsgesetz nicht, als wäre das völlig irrelevant, weil wir haben ja jetzt sozusagen 4 Jahre Narrenfreiheit und deshalb können wir jetzt mehr oder weniger machen, was wir wollen und der Bürger kann dann in 4 Jahren wieder neu wählen. Aber das Problem ist, dass der Bürger ja diese Politik ständig ausbaden muss, ne? Und dass man deshalb meiner Meinung nach eine direkte Demokratie etablieren sollte in Kombination mit dieser parlamentarischen Demokratie und dass jeder einzelne Gesetzesbeschluss innerhalb eines Rankings, ja, also wo man dann immer schaut, okay, welche Gesetze sind jetzt für die Bürger beispielsweise am wichtigsten? Dass die Bürger durch Abstimmungen jeweils selbst erstmal ranken könnten, okay, über welche Gesetze sollte jetzt tatsächlich diskutiert und debattiert werden? Hier sieht man ja zum Beispiel, auch wenn man jetzt bei der Bildseite noch mal ein bisschen weiter runter geht, auch das Thema Migration ist wohl bei den meisten Leuten jetzt mit Abstand das wichtigste Thema hier. Dass man dann einfach den Bürgern die Möglichkeit gibt, dank der digitalen Möglichkeiten ist das easy umsetzbar. Na gut, okay, ich muss zugeben, Corona-App und so weiter, wenn wir das nochmal in Erinnerung rufen. Ja, okay, wenn wir auf ausländische Experten im Softwarebereich hören, dann wäre das easy umsetzbar. Und dann könnte man erstmal ein Ranking machen, welche Gesetze sollen jetzt zur Abstimmung kommen. Und dann gibt es selbstverständlich für jedes Gesetz einen Volksentscheid. Ich weiß nicht, was daran unbedingt so schlimm sein soll, als wären die Bürger nicht gebildet genug dafür. Das wird ja überhaupt erst den Prozess anzetteln, dass die Leute anfangen, sich mehr und mehr damit auseinanderzusetzen. Schaut man sich jetzt an, wer beispielsweise bei den Grünen so oben mitregiert, wie wenig Ahnung die überhaupt von wirtschaftlichen Zusammenhängen haben, da kann man doch nicht sagen, dass diese Volksvertreter irgendwie besser geeignet sind, um Gesetze zu machen als der normale Bürger, der zumindest dann durch seine direkte Stimme jedes Mal abstimmen könnte und dann eben auch ein viel höheres Maß an Demokratie gegeben wäre, als mit diesem Schlamassel, den wir gerade haben. Das ist jedenfalls meine ganz klare Meinung. Und ich meine, man sieht es ja so ein bisschen auch immer im Aktienbereich. Bei beispielsweise den meisten Hauptversammlungen, da gibt es dann die ganzen Aktionäre, die selbst ihre Stimmrechte gar nicht wahrnehmen, die dann alles übertragen auf die sogenannten Aktionärsvertreter. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn diese dann eben gar nicht die eigenen Punkte unbedingt sammeln und vorbringen. Und jetzt ist es so, wenn man sich so einen Analystencall mal anhört, ja, stell dir einfach vor, du bist der Eigentümer dieses Unternehmens und dann gibt es so einmal im Jahr oder einmal im Quartal halt einfach so ein Telefonat online und das Management, in diesem Fall bei uns in der Politik, also die ganzen Politiker, muss Rede und Antwort stehen. Aber die Fragen, die kommen gar nicht unbedingt von den Eigentümern, sondern die kommen dann von den Vertretern oder die kommen von den Analysten und so weiter. Und deswegen sind solche Unternehmen wie Tesla einfach 10-mal besser, weil dort gibt es nämlich auch vor der Hauptversammlung immer ein Ranking von Leuten, die selber Fragen stellen können. Also die ganzen Eigentümer können selber Fragen einreichen und alle anderen können immer abstimmen, welche Fragen sind jetzt am relevantesten für uns und genau die werden dann eben auch gestellt.
Das ist wahre direkte Demokratie und genauso sollte sie auch in der Politik umgesetzt werden. Wenn ihr mich fragt, werden wir diese Neuwahlen leider trotzdem nicht bekommen, sondern erst in 2 Jahren bei den nächsten Bundestagswahlen.